Damit ein herzliches Willkommen zur bereits dritten Folge unserer F1 23 Mick Schumacher Karriere. Die ersten zwei Rennen liefen eigentlich überraschend gut. Falls ihr die nicht gesehen habt, würde ich mich gerne freuen. Schaut oben rechts vorbei, da habe ich euch die Playlist verlinkt, aber natürlich auch die komplette Audi-Karriere. Würde mich freuen, wenn ihr euch da mal durchklicken wollt, und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzliches Willkommen. Hier gibt es alles rund um die Formel 1, 5,2 Kilometer, 14 Kurven und 4 DRS-Zonen machen diese Strecke tatsächlich zu einem wahren Temple of Speed, obwohl es da natürlich nur einen gibt. Wir gehen jetzt in unser Blitz-Qualifying rein, KI 95, Selbstschalten und Traktionskontrolle auf Mittel und let's go. Turn 1 hier ganz, ganz wichtig, links Track Limits, da waren wir nah bei den Track Limits dran und wir gehen sogar als erster Platz aus der ersten Kurve raus. Das zeigt schon mal, dass das Auto einen guten Speed hat, vor allem hier jetzt rein, yo, da rutsche ich ein bisschen drüber und prompt gibt es da, ja, die Quittung dafür, dritter Platz jetzt nur noch. Aber generell, der erste Sektor war eigentlich sehr solide, wir waren nur 2 Zehntel langsamer, obwohl ich ja den Haas eigentlich jetzt nicht als Speed-Auto schlechthin sehe, also falls ihr da wisst, was ich meine. Ich bin ein riesen Fan der Strecke und deswegen gebe ich auch hier wieder alles, doch das jetzt haben wir ein bisschen so den Faden verloren. Ich meine, den Faden verloren ist übertrieben, aber es sind jetzt schon über 7 Zehntel, die uns da auf Max Verstappen fehlen und das ist natürlich traurig, aber Rob ist auch nicht an einen Tag gebaut worden. Wir werden mit den Upgrades auf jeden Fall Mitte Season zurückschlagen können, dann endlich mal im vorderen Mittel, im vorderen Top 10 Bereich sein, sprich so zwischen 4. und 8. Platz. Wir sind ja jetzt schon immer um diesen 8., 9. Platz herum. Und ich werde natürlich alles geben, um das zu halten. Es ist der 10. Platz geworden, mehr oder weniger. Gucken wir uns die restliche Startaufstellung an. Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Russell, Norris, Sainz, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, der Goldjunge, Albon, Stroll, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Joe, Ocon, Ricardo und Logan Sargeant. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und was? Sind wir nun Lights on hier. Wir sind tatsächlich 10. Platz und let's go! Hier zum Australia Grand Prix mit Mick Schumacher. Wir kommen uns da ein bisschen mit Alonso in die Quere. Das wird nicht das letzte Mal sein, wenn ich ein bisschen spoilern darf. Ja, Alonso hier mit Piastri. Ich gehe da weit auf den Körper raus. Das kostet natürlich enorm viel Zeit. Jetzt auch wieder Alexander Albon hinter uns. Wir sind auf dem 9. Platz, was schon an sich sehr solide ist. Oscar Piastri werden wir jetzt natürlich noch nicht stark irgendwie angreifen können. Doch ich fühle mich ehrlich gesagt mit dem McLaren so ein bisschen verbunden. Wir gehen hier raus. Jo, und Piastri macht tatsächlich den Platz, die lässt die Tür offen und wir kommen da durch. Es ist P8, Leute, das ist einmal richtig toll. Und vorne hin wird es dann schon enger werden. Wir haben Hamilton und Perez, die sind zwar alle so ein bisschen in einem Dreierfett. Ich sehe nicht genau, wer Fünfter ist, aber mit dem hier und auch innen quetscht sich hier wieder Oscar Piastri durch. Können wir außen da was verändern? Das können wir tatsächlich. Wir bleiben vorerst mal 8. Platz. Warum vorerst? Man kann nie wissen auf dieser Strecke, kann vieles passieren und ich hoffe natürlich auch, dass das ein bisschen was passiert und da wird es eng. Perez, Hamilton und ich sehe den Ferrari-Piloten, Sainz, die kämpfen hier unnormal, Halleluja Leute, fast das Auto verloren. Ich habe schon gemerkt beim Einlenken, dass das Heck kommt, wollte gar nicht das Auto bis zum Curb irgendwie raustragen lassen. Das war eine gute Entscheidung, denn das hätte tatsächlich verheerend sein können. Gucken wir uns die Start-Replay noch einmal an. Der 10. Platz ist eigentlich gut gewesen. Wir sind auch okay weggekommen. Ja, der Aston war ein bisschen lästig. Der ist da direkt neben mich so ein bisschen dran. Ich meine, es gab keine Berührung oder so, aber der wollte da schon so ein bisschen Bodycheck-mäßig mal gucken. Ich war vorne, weswegen ich da auch keinen Platz zurückgeben musste. Eigentlich bin ich ja sowieso nur ausgewichen, weil da vor mir wirklich Tumult war, hin und her zwischen den Mercedes und auch den McLaren, da war es sehr, sehr eng, hier konnte ich mich dann so ein bisschen an Piastri dran saugen, blieb innen und der hat dann da anscheinend eine
Ja, keine Ahnung. Es gab keine Berührung. Er glaubt, vielleicht hat er so ein bisschen, dass ich nicht verbremst oder so geglaubt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das war ganz, ganz komisch von Piastri an sich. Hier jetzt schaut es nicht so gut aus für uns. Albon ist tatsächlich auf der Geraden verdammt schnell, aber auch mit DRS-Hilfe in der nächsten Runde. Das könnte dann eng werden, dass wir da noch vorne sind. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Lewis Hamilton kann auch dieser Gruppe da vorne nicht ganz folgen. Aber jetzt weiß ich auch, warum da so ein Drumherum war. Denn Sainz hat den gelben Reifen drauf und der bremst natürlich die kompletten Leute da vor mir. Ein Perez konnte sich so ein bisschen befreien quasi. Aber wir sind da mit Hamilton noch ein bisschen dahinter. Ein guter Exit aus Turn 14. Und wir könnten den Angriff gegen den siebenmaligen Weltmeister wagen. Ja, guter Exit geht anders. Das DRS würde uns auf jeden Fall helfen. Oh mein Gott, Alter, sehen sie voll auf Kampflinie aus. Aber ich glaube, Hamilton kann sich diesmal durchquetschen. Nein, kann es nicht. Und wir haben jetzt mehr Schwung aus Turn 1 raus. Und übernehmen den siebten Platz. Den können wir vor allem nur Carlos Sainz verdanken. Denn der hat das ziemlich geschickt gemacht. Hat ihn da so ein bisschen auflaufen lassen auf der Innenseite. Und wir übernehmen jetzt Platz 7. Ich hoffe auch, dass Albon uns ein bisschen Arbeit abnimmt. Und jetzt mal auch Hamilton bespaßt, sagen wir mal. Denn ich glaube auch, dass wir all in all gegen Sainz was machen können. Ich meine, wenn der zum Ich kenne Ferrari. Der geht safe auf weiß, also da bin ich mir fast sicher. Und dann könnten wir versuchen, irgendwas zu machen. Das würde mich echt freuen, wenn wir dann den Ferrari undercutten könnten oder so. Ja, Sainz, angesichts der Pace glaube ich nicht, dass wir da stark mit dem mithalten können. Auch Hamilton bleibt uns stets im Windschatten oder im DRS-Fenster. Fünfte Runde, das Ding ist halt wirklich, dieser Haas baut enorm schnell die Reifen ab. Die sind so schnell hinüber, gerade auf diesen Autos. Es tut mir ehrlich gesagt echt leid für die Fahrer, die hier fahren müssen. Wir sind langsam auf den Geraden, kommen aus kaum einer Kurve raus. Das ist aber nicht das größte Problem, sondern tatsächlich dieser enorme Reifenverschleiß. Apropos, ich dachte mir so, vielleicht gehen wir ein bisschen früher rein und angesichts der Reifenprobleme in Jeddah, dass wir das vorbeugen. Jetzt, ja, geht Hamilton mal vorbei. Dachte ich mir so, könnte scheiße sein, doch. Da habe ich so ein bisschen jetzt auf diesen Moment meinen Plan geändert. Denn ich möchte hier tatsächlich nicht gegen Hamilton fahren, sondern der soll mir helfen, um länger draußen zu bleiben. Benutze ich den so ein bisschen als DRS-Spender. Guck immer so, dass ich im Sekundenfenster drin bin und dass der mich tatsächlich so ein bisschen zieht bis Runde 8-9, dass wir dann im perfekten Fenster für die gelben Reifen sind. Jetzt habe ich mal so ein bisschen überlegt, Boxenstopp, aber sechste Runde ist halt tatsächlich viel zu früh, 14 Runden dann mit den gelben Reifen, das hält das beste Auto nicht aus und ja, das merke ich dann ab diesem Moment, dass ich ihn gerade in den DS-Zonen richtig gut folgen kann, also ihr seht es auch oben links, wir bleiben immer in diesen 8, 7, 8 Zehntel Fenster und das ist natürlich großartig, wenn das so weitergeht, wäre das natürlich top, top, top und Hamilton, der wird uns hier tatsächlich so ein bisschen helfen. Anfangs mal kurz überlegt, aber nein, wir bleiben draußen. Wir gehen in der 8. 9. Runde rein, dann haben wir auch wesentlich bessere Reifen. Gehen dann auch nicht auf den weißen Reifen, denn das wäre total das Schwachsinn. Das werde ich dann vielleicht später noch ändern. Jetzt mal hier konzentrieren, denn das kann wirklich jeder Rutscher, kann einer zu viel sein und Hamilton ist auf und davon und ja, Piastri drückt dann auch dahinter gleich Alonso. Es ist nicht einfach. Man muss wirklich mit solchen Mitteln arbeiten. Aber gerade das finde ich auch so ein bisschen cool an so einem Hinterbänker-Team. Da musst du einfach wirklich aus jedem Strohhalm musst du da Gold rausziehen gefühlt, um am Leben zu bleiben. Das gefällt mir extrem gut. Hülkenberg leider noch nicht in den Punkten. Doch ich glaube, das wird sich vielleicht noch ändern. Okay, das letzte. Das wird aber nichts werden. Sainzi auch im Fight, der hat natürlich jetzt ab diesem Moment schon die besseren Reifen als die Rotfahrenden. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal, wow, wie nah wir jetzt an Hamilton wieder drankommen. Das ist mal eine große Überraschung auf jeden Fall. Das ist eine, ja, wenn nicht sogar zu übertreiben, eine Riesenüberraschung. Siebte Runde, ja, ein maximal zwei Runden bräuchten wir noch. Dann haben wir das gleiche Fenster, das wir mit Rot hatten, jetzt mit Gelb nochmal zu fahren. Wir wissen auch, am Ende hin werden die Reifen sowieso besser, also
Da brauchen wir jetzt keine Sorgen mehr machen. Jo, schauen wir, wie wir hier drankommen. Vielleicht wage ich dann doch den Angriff nach der ersten, nach den ersten beiden Kurven. Auch der Exit war in Ordnung. Raus aus der Kurve ist aber dann doch Hamilton deutlich schneller. Apropos deutlich schneller, wir haben auch jetzt wieder einen begleitenden Windschatten in Form von Fernando Alonso. Der drückt auch schon ordentlich an. Wir sind in der 9. Runde und Leute, ich habe, glaube ich, das Maximum rausgeholt. Ja, hier ein bisschen beim Einlenken direkt gerutscht. Hamilton kann, glaube ich, aber auch nicht viel schneller. Also ohne DRS und auch... das Gelb. Da ist Gelb, Leute. Das könnte jetzt... da liegen Flügel, Trümmerteile. Da ist Sergio Perez aus dem Rennen draußen. Das tut mir... Virtual Safety Car, Leute. Das kommt zum perfektesten Zeitpunkt überhaupt. Und keiner von der KI kommt rein. Es kommt lediglich ein Red Bull rein und das war's. Wir sind tatsächlich hier einer der begnadetsten Fahrer überhaupt. Keiner kommt rein. Es ist, das Pit Window ist sowas von offen und keiner traut sich hier reinzukommen. Das nenne ich tatsächlich mal Dummheit der KI. Wie konnten wir Leclerc in der Box überholen, obwohl der so weit vor uns... der hat eine Nase bekommen. Das war die Nase von Leclerc. Der wäre auch nicht regulär in die Box gekommen. Das ist tatsächlich eine Riesenüberraschung. Zu einer der besten Zeiten kommt VSC und keiner nutzt diese Chance. Das ist tatsächlich ganz absurd. Sowas habe ich noch nie erlebt in F1, dass die KI so lost ist und so dumme Fehler macht. Aber jetzt mal hier back in the game. Wir müssen uns tatsächlich konzentrieren. Ich muss direkt on point pushen, denn sonst funktioniert dieser Undercut einfach nicht. Und dann wird dieser komplette Plan, den ich da hatte, komplett für den Arsch. Also das muss ich auf jeden Fall jetzt mal hier back in back. Green Flag, Leute, wir dürfen wieder beschleunigen. Haben jetzt knappe 3 Sekunden Rückstand zu Guan Yu Zhou, der direkt vor uns ist. Also halt, der 3 Sekunden vor uns ist. Und auch zu Esteban Ocon. Der wird aber jetzt auch die nächsten 1-2 Runden reinkommen. Apropos reinkommen, die Spitze kommt rein. Der Mercedes ist reingekommen. Ein McLaren ist reingekommen, doch ein Ferrari fährt weiter, was natürlich noch viel größere Chancen für uns bringt, wenn Carlos Sainz da weiterfahren wird. Guan Yu Zhou bleibt draußen, auch Esteban Ocon, sprich, die müssen wir auf der Strecke überholen. Jetzt wird es aber mal interessant, wir gehen aus der letzten Kurve raus, jetzt fährt auch der Mercedes los, den bekommen wir nicht. Aber Hamilton, Norris haben wir auch wieder bekommen und das mit einem deutlich größeren Abstand wie vorher. Wir sind jetzt über 3 Sekunden von Lando Norris weg und das ist tatsächlich eine Riesenleistung. Am Ende hin werden wir natürlich Probleme mit diesen Reifen bekommen. Das hätten wir aber auch vermutlich, wenn wir in der 12. Runde oder 13. reingekommen wären. Hier außen an Joe vorbei. Yo, das war mal eng. Ich bin froh, dass das als Überholung über gewertet wurde, denn das hätte tatsächlich ganz anders ausgehen können. Esteban Ocon jetzt vor uns. Da geht's in die Zickzack-Kurve rein und ich glaube, dann können wir mit der RS-Hilfe mal an den Franzosen vorbeigehen. Ich entscheide mich für ihn und der lässt da ganz wenig Platz. Wir gehen ein bisschen aufs Gras drauf. Ja, ich bin viel zu übermotiviert in dieser Session gerade aktuell. Alex Albon ist draußen. Das tut mir natürlich leid für den Thailänder. Aber ja, ich kann jetzt nicht irgendwie da beten für den. Das tut mir nur leid. So, vierter Platz, Leute. Dieser Strategie-Coup hat uns aktuell mal auf P4 gebracht. Das ist einfach unfassbar, oder? Mit dem habe ich absolut gar nicht gerechnet. Besser hätte es fast nicht landen können. Und ich freue mich extrem. Ich hoffe natürlich, dass das so weiter...
sind hier mitten in der hitzigen Endphase. Carlos Sainz wollte uns hier angreifen. Wir gehen hier ganz aggressiv rein, können uns dann noch einmal behaupten. Und Halleluja, Leute. Das wäre jetzt das zweite Mal gewesen. Ganz knapp vor einem Einschlag. Ich bin richtig, richtig froh, dass das alles gut gegangen ist. Es ist, oh mein Gott, Leute. Hier zieht jetzt Lando Norris an uns vorbei. Und ich kann mich kaum wehren. Ich kann vielleicht mit DRS an der nächsten Geraden versuchen, da dran zu kommen. Doch die Reifen sind jetzt fast schlimmer beieinander wie vorhin. Runde Nummer 18, Lando Norris und Sainz, sie sind aktuell an mir vorbei, doch ich habe die größte Lando Norris, der... Na genau. Und wir sind hier tatsächlich das größte Opfer dieses Überholversuchs von Sainz, denn der macht sich somit hier komplett langsam aus Turn 1 raus. Ja, jetzt, fuck you, Mann, wirklich. Der fährt hier wieder größte Volltrottel herum und ich muss die ganze Zeit die Scheiße ausbaden, die er hier macht. Also for real, der lässt sich in der ersten Kurve abdrängen, Norris fährt ihn da vors Auto, ich muss abbremsen, weil er mitten auf der Strecke stehen bleibt. Jetzt hier, ja, verbremst mich nicht ganz leicht und der will mir da direkt vor die Karre fahren. Also for real, Sainzi, ich weiß, es ist nicht einfach, aber das war auch nicht gerade die feine Englische. Ich benutze ihn so ein bisschen als DRS-Spender, Leute, wir sind auf dem 5. Platz in der drittletzten Runde von Australien und ich spüre einen Punktesegen. Aber nur, wenn wir Hamilton und Alonso hinter uns halten können, denn das ist wirklich eine Hausnummer. 9 Weltmeistertitel. Ich meine, in Saudi-Arabien war schon schlimm, aber 9 Weltmeistertitel hinter mir. Ich habe einen Rekordweltmeister und einen der besten Fahrer aller Zeiten. Und ja, einer davon zieht jetzt hier innen in die letzte Runde. Ja, Mann, war natürlich auch wieder ganz, ganz fair von dir, Lewis. Das war wirklich, danke. Ich danke dir so sehr, das war einfach toll. Wie du da in die Kurve reingebremst hast. Du hast uns da richtig viel Platz gelassen und gar nicht verhungern lassen. Ja, aber egal. Schwamm drüber, egal. Es ist trotzdem noch der 6. Platz. Aber Alonso erwittert seine Chance natürlich. Der will hier auch vorbei. Piastri dahinter, ja, den können wir jetzt mal vergessen. Aber Fernando Alonso, der wittert seine Chance und der wird die vermutlich noch bekommen. Der ist verdammt schnell mit DRS-Hilfe, kommt er da quasi angeschossen. Mein ERS ist verbraucht, Gott sei Dank bekomme ich noch dank Lewis Hamilton DRS. Ich hoffe, das wird noch reichen, um auch hier die zweite DRS-Zone zu überstehen. Ja, es reicht. Wir bekommen auch noch hier diese geraden DRS und ich rutsche über den Körper drüber. Und das könnte tatsächlich mein Ende bedeuten. Er setzt sich neben uns und reißt uns den Flügel ab. Das war mal ein gottloser Wheelbank von Fernando Alonso, während wir hier uns mal die Replays angucken. Denn die sind hier tatsächlich interesting. Hier geht in der 15. Runde mal Lando Norris. Ja, probiert zumindest mal außen an uns vorbeizugehen. War natürlich auch irgendwie klar, dass das nichts werden wird. Und dann hier in der Runde 15 natürlich dieses Double Overtake. Einer links, einer rechts. Aber das habe ich schnell unterbunden und konnte hier mit einem ganz späten Bremser... Ja, es war eigentlich meine Absicht, ihn irgendwie da reinzudrücken in das Kiesbett, aber ich bin innen über diesen Abweiser drüber und konnte dann einfach nicht mehr lenken, bin quasi geflogen. Ja, und dann hier Sainz, das war meiner Meinung nach ehrlich gesagt auch nicht die feine Englische, aber wenn ich rückblickend sehe, so war das auch so ein bisschen vorhersehbar. Hier gucken wir uns das noch einmal an, wir gehen hier nebeneinander, der rutscht oder der nimmt viel zu viel Schwung, kommt fast ins Gras und beim Zurückbeschleunigen reißt uns hier den Flügel ab. Das war einfach ganz eine dumme Aktion von dem El Matador. Salala, hier gehen wir rein, das hatten wir vorhin in der Replay schon einmal. Da lasse ich aber diesmal auch lange die Lenkung offen. Ich weiß, es war
etwas länger als sonst, aber es ist mir ehrlich gesagt jetzt auch schon egal. Ich muss hier noch einmal Zähne zusammenbeißen. Vielleicht reicht es dann doch, um den 6. Platz mitzunehmen. Das wären unfassbare 8 Punkte, Leute. Das würde uns so weiterbringen. Und es reicht, Leute. Wir beenden mit dem Haas hier in Melbourne mit 8 Punkten, sprich der 6. Platz. Es ist fast so gut wie damals zu Beginn 2016. Gene Haas wird außer sich sein. Abu Dhabi, Bahrain war toll, Saudi-Arabien war toll, aber das hier heute war wirklich irre. Überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Hier gucken wir uns noch einmal das Final Classement an. Es sind 8 Punkte. Charles Leclerc wurde dann nur 9. Platz. Das ist überraschend, weil auch die McLarens eine tolle Strategie hatten. Nico Hülkenberg wird 15. Perez und auch Albon sind ausgeschieden. Das wird uns auch in den Ranglisten ein bisschen nach oben bringen, oder? Tatsächlich, wir sind 8. Platz mit 20 Punkten. Das ist sehr solide nach 3 Rennen. Und auch das Haas-Team an sich. Wir können damit den Alpines und vor allem auch mit den mit den Alfa Romeos konkurrieren. Das freut mich vor allem auch, weil ich dachte, wir werden in der ersten Season gerade mal Williams so ein bisschen als Konkurrenten haben. Aber das ist natürlich dann doch ein bisschen unvorhersehbar gekommen. Für heute soll es das aber mal gewesen sein. Ich freue mich unnormal. Das Rennen heute war tatsächlich top. Wir werden nach dieser Aktion von Alonso ihn auch direkt hier als Rivalen wählen. Denn alles andere wäre einfach nur Schikane und wäre nur eine Verarsche gegen die Fans an sich. Jetzt hier zurück, noch einmal blicken wir hier, ja, da kannst du doch kaum mehr was upgraden, oder? Ja, doch, ein bisschen was geht noch. Aerodynamik, das ist auch gerade in Aktion, das kaufen wir uns und auch einmal Strapazierfähigkeit. Für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Morgen oder übermorgen geht es dann hier in Abu Dhabi, in Aserbaidschan weiter mit dem ersten Sprint für Mick. Das freut mich natürlich sehr. Aber natürlich kommt dann auch noch die Hotlap für den Japan Grand Prix. Sollte dann morgen kommen, wenn alles gut geht. Also vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos, falls ihr das noch nicht habt. Lasst gern ein Däumchen oben da und wir sehen uns hoffentlich auch auf TikTok. Schaut gerne auf itz_tobi vorbei und auch gerne auf it_gamer auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio. Bis morgen oder später und ciao.